So, und jetzt die 96er mit einer Gelegenheit zum Kontern. Sarenren Basé gegen zwei Gladbacher. Und seine Geschwindigkeit vorbei an Christensen. Jetzt gegen Wendt, gegen ganz Skandinavien. Das ist die Chance und das Tor. Und 96 führt. Und es ist Waldemar Anton. Noch einmal, Sarenren Basé gegen Wendt und dann der mit aufgerückte Waldemar Anton mit dem direkten Abschluss und der war technisch durchaus aufwendig. Jan Schlaudraff, not far away but far enough. This was 43 minutes, just 8 minutes later. Schlaudraff got better and better and even better. Sees that the keeper, Christian Heimerhoff, is out of his area. Makes it 2-0. Oder gibt es das Endspiel in Bielefeld? Nochmal die Möglichkeit. Ja, Steiner! Steiner! Tor! Tor für 96! Wahnsinn! Und so was passiert. Trebbel haut das Ding irgendwie nach vorne. Und dann Steiner mit dem Haken durch die Mitte. Riesig. Das ist alles nicht mehr zu glauben. In der Nachspielzeit